Ein Gelenk dient zur Erhaltung der Bewegung des ganzen Körpers und ist die Verbindung von zwei Knochen, in diesem Fall Oberschenkel, Unterschenkel, und zur Pufferung zwischen den Knochen ist der Gelenkknorpel und bei diesem Gelenk, im Kniegelenk speziell, die Meniski, umgeben von Bändern und Muskulatur. Es gibt Verletzungen aller Art, da können die Knochen brechen, es können aber auch die Gelenkknorpelschaden erleiden. Es kann auch sein, dass die Bänder um die Gelenke zerren können. Dann gibt es eine Vielzahl rheumatischer Erkrankungen, die zu einer Entzündung der Gelenke führen können. Oder dann gibt es altersbedingte Beschwerden, die durch Abnutzung entstehen. Bei Überlastungsbeschwerden kommt es zu einem Missverhältnis zwischen Belastbarkeit des Körpers, der belastet wird, und der Belastung, der ausgesetzt ist. Das heißt, wir haben über eine längere Zeit diese entsprechende Überschreitung mit der Unmöglichkeit des Bewegungsapparates, sich an diese Belastung anzupassen, und damit reagiert er eben mit entzündlichen Veränderungen und Beschwerden. Gelenkverletzungen lassen sich am ehesten vorbeugen, indem man sie langsam an die sportartspezifische Belastung heranführt. Das heißt, dem Gelenk die Möglichkeit gibt, an die Anforderungen der Sportart sich entsprechend anzupassen, was in aller Regel nicht Tage, sondern Wochen bis Monate an Zeit beansprucht. Ich würde sagen, im Winter fahren wir schlussendlich nur Ski und Rennen. Und im Sommer, es geht mehr um Trainieren und einfach den Körper zu vorbereiten, um alles machen zu können. Und das heißt halt Kondi und Kraftraum, aber auch Sprünge, auch verschiedene Sportarten, einfach seinen Körper zu beherrschen. Und wenn das okay ist, dann wir können anfangen, auf Ski zu gehen und Step by Step bis auf Vollgas. Die häufigsten Sportverletzungen sind eigentlich unabhängig von der praktizierten Sportart die Außenbandverletzungen des Sprunggelenkes, also das Übertreten, der Misstritt, der natürlich durch alle Sprungbelastungen überall häufig vorkommen kann, auch beim Läufer. Also die Folge von entzündlichen Gelenksveränderungen, aber auch nach Unfällen oder Überbeanspruchung ist die Abnutzung, die Arthrose. Bei Spitzensportlern, die in frühen Jahren bereits eine Verletzung erlitten haben, ist dieses Arthrose-Risiko ab 40 deutlich erhöht. Das ist die Abnutzung, es kommt zu Knorpelschädigung, zu Gelenkschmerzen und die dann schlussendlich in einer Operation der Gelenke, zum Teil auch in einer Prothese, enden. Für alle Sportler ist wichtig unser Körper, es ist eigentlich unser Arbeitsgerät. Und deswegen, ich kümmere mich um das und ich trainiere, aber probiere wirklich, ihn auch, sagen wir, zu sparen. Und deswegen halt gute Rollen, wirklich genug schlafen und gut essen. Und dann, ich bin noch jung, der Körper hält noch mit. Tritt eine Überlastung auf, so kann man sich grundsätzlich einige Tage Zeit lassen und sehen, ob der Körper diesem Problem von alleine wieder auf die Sprünge zu helfen vermag. Haben wir es hingegen mit einer Sportverletzung zu tun, mit einer Schwellung, einem Bluterguss oder allenfalls auch einer schmerzhaften Funktionseinschränkung, dann lohnt sich der Weg zum Arzt schon frühzeitig, um nichts zu verpassen. In einer ersten Form kann man sicher oder soll man sicher das Gelenk kühlen und ruhig stellen, um einen weiteren Bluterguss zu verhindern und mögliche Begleitschäden nicht eintreten zu lassen. Dazu haben wir natürlich eine große Auswahl auch an komplementärmedizinischen Einsatzmöglichkeiten. Ich nenne da zum Beispiel und stellvertretend Arnika, das den entzündlichen und Schwellungszustand günstig zu beeinflussen hilft. Aber es gibt eine große weitere Anzahl von Methoden, die hier eingesetzt werden könnten.